Willkommen zu einer neuen Runde Paladins und als Bomb King, ja, das ist, denke ich mal, offensichtlich. Und wir haben schon im Open Screen gesehen, das ist mal eine richtig seltsame Teamkombination. Im Gegnerteam haben wir 3 Meister und 2 Dias-Spieler. In unserem Team 2 Meister, 2 Dias und ein Unranked? Ja, ich weiß auch nicht, wie der hier reingekommen ist. Der muss sich auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen. Das ist mein Deck. Wir spielen Kettenreaktion Bomb King, also nicht die schnelle Explosion, sondern die eben, je mehr Bomben wir an einen Rand sticken, desto mehr Schaden macht es. Natürlich mit Schildzerstörer, denn Fernando spielt die Schildlegendäre. Die wollen wir natürlich immer so schnell wie möglich down kriegen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Terminus ist schon low, aber Genos hält ihn fit. Auf jeden Fall rechte Seite. Haben wir sie zurückgedrängt, das ist immer gut. Okay, da muss sie wieder weggehen. Lien mit dem vielen Schaden. Ah, First Blood jetzt gefallen. Hat ganz schön lange gedauert, muss man sozusagen. Und, ja, Lien mit dem Fernschuss. Den 800er aus der Entfernung mal kurz getroffen. Nicht übel. Double Kill für Lien. Sie holt sich auch noch Bug. Und auch unsere Tanks sind low. Nur Genos steht noch da mit Full Life. Ansonsten alle low. So, aber jetzt sind wir auch wieder zurück mit dem Damage. So, erstmal Kur vor. Und Terminus hat jetzt schon die Ulti ready. Wahnsinn. Habt ihr es gehört? Jetzt schon die Ulti ready. Unglaublich. Oh, Damage rein hier. Die stacken sich da alle auf den Punkt. Das ist natürlich ideal für mich. Auch Genos bereits mit der fertigen Ulti. Und wenn ich mal auf meine gucke, auch schon unglaublich. Die ist auch schon so gut wie ready. Und das, obwohl wir noch nicht mal überhaupt einen Punkt eingenommen haben. Es wird immer noch um den Punkt gekämpft. Und trotzdem haben wir schon alle die Ultis ready hier. Wahnsinn. Okay, das war jetzt eher weniger gut. Denn Inara hat auch noch die CC-Immunität. Auch Damba kommt mit der Ulti. Oh, da ist Lien. Boah, zum Glück hat sie mich da nicht getroffen. Aber ich werde hier sterben. An der Wand festgehangen. Und weiter geht der Kampf. Unglaublich. Bug jumpt einmal kurz rein hier. Sehr schön, sehr schön. Und wir sind wieder auf dem Weg. 99 zu 72. Wir gucken mal auf die Zeitanzeige. 3 Minuten noch. Immer hat niemand den Punkt eingenommen. Es wird immer noch gekämpft. Fernando ultet auch. Das ist ja unglaublich, was hier abgeht. Niemand kann diesen Punkt einnehmen. Torwart ultet, aber auch das bringt nicht. Na, Fernando low, Fernando low. Ah, sehr gut, den haben wir. Die sind alle sehr low. Trotzdem nochmal das Q auf den Punkt. Denn Inara, oh, diese Heilung, ne? Die ist krass von dem Rock. Hat Inara sehr full gemacht wieder. Perfekt, down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt auf den Punkt hier, jetzt auf den Punkt. Das kriegen wir, komm. Fernando wieder auf dem Weg. Triple Kill für Bark. Quadra Kill für Bark. Wahnsinn. Pentakill für Bug. Das ist ja mal unglaublich. Und damit haben wir übrigens den Punkt. Geiler Scheiß. Pentakill von Bug. So was will ich auch mal. Schaffen wir. Und das ist auch mal einer Bug. Ist auf jeden Fall fair und muss nicht genervt werden. Egal. Jetzt haben wir nach knapp 3,5 Minuten Kampf den ersten Punkt. Wahnsinn. Das hat ja mega lange gedauert. Oh, hier unten kann ich auf jeden Fall nicht viel erreichen. Boah! Die Bombe blind reingeworfen und Lien geholt. Und nein, auch jetzt muss ich nachladen. Ja, Inara kann sich sofort wieder hoch in den Rechtsklick. Hat sie 80% erhöhte Heilung, wenn sie das macht. Und kein Wunder, dass sie dadurch Damba-Heilung extrem schnell wieder oben ist. Perfekt. Ulti ist übrigens schon wieder ready. Perfekt. Können wir mal gucken. Ah, auch nochmal Lien gedamaged. Sehr gut. So, da ulten wir jetzt rein. Komm. Ah, verdammt. Fail. Absoluter Fail. Das war nix. Und das Q, das F von diesem blöden Teil, das slowt mich und hält mich wieder gefangen. Verdammte Axt. Egal, weiter geht's. Versuchen wir es nochmal. Ich finde wirklich, das sollte wenn schon nur verkrüppeln, sodass man nicht abhauen kann, aber nicht auch noch diese Scheißverlangsamung, dass du da einfach kaum rauskommst, weil das ist einfach mega stark. Muss man echt sagen. Terminus ist wirklich sehr stark. Kann verstehen, dass er auch häufig gepickt wird. Also gefühlt in jedem Ranking, was ich gespielt habe, war Terminus auf jeden Fall dabei. Er ist wirklich sehr stark, sehr tanky. Okay, mit dem F kann ich mir schlecht Bomben an ihn ran sticken, ne? Aber er ist down, sehr gut. Ulti! Oh, genau, der Stun. Aber egal, Stuns kann ich auch. Hinter uns ist keiner. Gut, auch mal checken. Aua, aua, da gehe ich lieber raus. Kein Bock auf sowas. Dann hat sie hinter uns auch noch eine Wand platziert. Ah, sehr gut, sie ist down.
Oh, Schild, das muss jetzt dauern. Oh, er fliegt weg. Aber die Belastbarkeit hält ihn drin. Oder? Ah, ne, ist doch ausgeholt. Ich hab's gerade nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ist er, habt ihr gesehen, dass er kaum rausgeflogen ist durch die Belastbarkeit. So, weggebummt. Aber da kam zu viele nach. Also, das hat auf jeden Fall nicht gereicht. Dann wollte ich den Ash-Move machen und erstmal noch weg das Spiel gewinnen. Aber hat nicht ganz geklappt. Perfekt. Bam, Grog ist down, sehr gut. Und diesen Load, Double Kill, Triple Kill insgesamt. Und wunderbar. Alter Schwede. Triple Kill mit einer Bombe 2 gekillt und dann steht's auf einmal 2:0. Schauen wir auf die Stats, da sehen wir mich, Terminus und Buck vorne. Was Schaden angeht. Und als einziges von den Gegnern, Lian. Ja. Lian allein kann es eben nicht carryen, heilungstechnisch. Knappes Duell mit Dammer und Genos, wie man das kennt. Auf jeden Fall, nicer Dicer. Und mal gucken, dass Genos bisher übrigens 0-mal gestorben ist. Das ist schon eine ganz schön gute Leistung, muss man sagen. Verjüngung 3 übrigens auch für Inara habe ich gerade gesehen. Das ist ja mal mega krank. So übrigens auf die Items zu schauen ist, glaube ich, cooler. Ne? Da sieht man noch was vom Game. Muss ich mir angewöhnen. Schildzerstörer für Inara ist allerdings wieder eine komische Entscheidung, aber okay. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt nicht allein für das Torwaldschild lohnt, aber okay, wenn sie meint, sie wird schon ihre Gründe haben. So, erstmal die drei Bomben hinlegen, vielleicht steppt ja einer rein. Nö, Fernando hat, macht sie sogar kaputt. Sind die aber nicht sehr sozial. Aber egal. Schon wieder Triple Kill für Buck. Schon wieder ein Quadra Kill für Buck. Und meine Ulti ging total daneben, weil Kack Inara mich mit der Mauer abgelenkt hat, sozusagen. Also. Kann ich mal aufhören, die Bomben gegen die Wand zu werfen? Das wäre natürlich sehr schön. So, Schild zum Beispiel ist kaputt. Das wäre schon mal gut. Ich muss natürlich jetzt versuchen, die irgendwie abzuhalten vom Punkt. Ah, dieses Schild die ganze Zeit. Aber der Schildzerstörer ist noch heftiger. Bam, bitteschön. Mauer, wenn ich aber jetzt mal drei Bomben so ran sticke, geht die auch ganz schnell kaputt. Gibt es eine wenig genutzte Legendäre für Inara, die genau das supportet, wenn man die Mauer nicht kaputt macht. Ah, die Grog-Ulti. Ich stehe die ganze Zeit hinter denen, aber ja, jetzt ist Grog auf mich aufmerksam geworden. Ah, ich hatte drei Bomben auf ihn drauf und dann haut er ab. Dann geht er in den F-Modus. Das war natürlich sehr klug, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gerade ge-one-hitted sozusagen. Also, eigentlich nicht wirklich ge-one-hitted, aber ich hätte nur auf den Zünder drücken müssen, dann wäre er down gewesen. So hingegen sieht das jetzt gar nicht gut aus. Sie ertanken sich den Punkt. Torwald geht alleine in alle rein, das ist natürlich eher etwas dämlich. Deswegen wird er jetzt auch sterben. Oh, hallo Inara. Okay, das hat auch nicht geklappt. Aua, aua, aua. Lian und Fernando arbeiten gemeinsam dran, mir den Schaden mit Leben zu fügen. Und sie haben eingenommen. Durch die Comeback-Mechanik natürlich auch. Haben sie extrem schnell eingenommen. Buck ist down. Unsere Tanks sind sehr alleine unten. Genos hilft zwar, aber... Also mit Healing, ne, aber... Hier oben mache ich natürlich super. Ich kann einfach stehen und in den Stack von den Leuten einfach reinwerfen. Muss allerdings aufpassen, weil... Lian und so... Auch Fernando... Die wollen hier echt Stress machen. Aber dann machen wir einfach mal von hinten den Move, ne? Guten Tag! Aber sie werden nicht gestunt, denn die Legendäre von Grog schützt sie vor CC. Ja, in dem Fall muss man sagen, starke Legendäre auf jeden Fall. Doch, doch. Deswegen habe ich auch nicht die Stun-Legendäre genommen, weil es nichts gebracht hätte, wirklich. Weil Inara ist CC-immun, Grog ist CC-immun, wenn er das Totem da plays, sind alle CC-immun. Belastbarkeit kaufen sie auch schon wie die Weltmeister. Nur Fernando. Aber auch gut. Na, also sie könnten Belastbarkeit kaufen. So, Konjunktiv. Von daher... Bringt nicht viel. Okay, er kommt dann nicht durch. Wir wollen lieber alle nach hier. Guten Tag. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, dass die Bomben nicht an ihr stecken bleiben, wenn sie diese Schadensreduktion macht. Sondern, dass die dann einfach so abfallen. Ah, da wollte ich den Move bringen. Sie versucht, ihn runterzustoßen. Hat nicht ganz geklappt. Stattdessen werfen wir die Stun-Bombe rein. Bam, der Schaden fliegt nur so rein. So, Schild muss weg. Ich will ja nicht wissen, was die, wie die Runde aussehen hätte, wenn Schildzerstörer Schaden ja reinzählen würde. Aber Schaden, den du an Schilder machst, zählt ja in die Schadensstatistik am Ende nicht mit rein.
Übrigens habe ich ja vorhin was wegen der Krüppel-Legendäre von ihr gesagt. Die verkrüppelt ja gar nicht. Die hatte die andere Legendäre, aber... Boots! Tschüss! Sehr geil. Wie sie da kurz runterfliegt. Tschüss! Da müsste man jetzt diese traurige Musik einblenden. Aber nein. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Ulti ist auch wieder ready, aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nicht rein. Ulti, die sind weit genug zurückgedrängt. Oh, bitteschön, lässt du wohl mal wieder meinen Bug in Ruhe. Will er nicht? Lässt er nicht? Oh, au, 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 au. Nein, die Wand, die Wand! Nein! Ja, Inara kommt fast down! Oh, verdammt. Dann doch noch gestorben. Auch Bug ist down. Jetzt kommen sie zurück. Man sieht, jetzt kommen sie zurück. Wieder zurück an den Punkt. Denn unser Damage ist down. Ich bin down, Bug ist down. Torwald versucht zu ulten, aber stirbt. Hat nicht viel gebracht. So, komm jetzt hier rein. Erstmal die Bombe. Auch wenn die Bombe vielleicht nie wirklich richtig Leute stunt oder so, hat sie immer Effekte. Der Fernando muss zum Beispiel ein Schild rausholen. Inara muss ihr Rechtsklick aktivieren. Alles Mögliche. Also ganz unnötig ist es nicht. Danke, Torwald, danke. Und danke auch Janus fürs Healing. Da können wir gleich wieder angreifen gehen. Boah, wie die aufgesteckt sind, ne? Unglaublich. Lien wieder von hinten, ne? Es nervt. Es nervt. Ah, Damba ist doch fast down. Wir müssen ihn holen. Das Healing ist echt stark, ne? Oh, das war Fail. Boom. Aber das die Heilung ist so stark. Der ganze Schaden, den ich mache, der wird einfach direkt wieder annulliert durch das Healing. Egal, dann ulten wir eben mal rein. Oh, Fernando ultet auch. Der kleine Wichser. Das sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Aber kommen wir mit dem Leben. Unglaublich. Und Genos hält mich auch gleich wieder fit. Bam. Oh, die sind so low. Ah, sehr gut. Fernando down. Aber Inara, die Heilung. Es ist unglaublich. Wieder ein Fail. Wieder gegen die Wand gebumst. Aber alter Schwede, was passiert hier? Jetzt bin ich down. Die eine Inara tankt so unfassbar viel. Aber Genos ultet sie. Sehr gut. Double Kill für Buck. Jetzt ist nur noch Fernando übrig. Und das sollte unsere Verteidigung sein hier. Naja. Alter Schwede. Ich sag dazu einfach mal nichts. Wir schauen mal kurz, wie es beim Terminus so aussieht, während ich nicht mehr aus der Welt fahre. Ah, sehr gut. Was auch immer das gerade war. Ja, der Schaden ist nicht mehr von dieser Welt, was hier abgeht nach 13 Minuten. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir haben so viel gefarmt, was gerade da abging. Das ist unglaublich. Dementsprechend auch die Identity Terminus zum Beispiel schon 3 Reihen voll. Ich habe 2 Reihen voll, also kann man echt nichts sagen. Oh, Inara diesmal direkt mit dem Target hier. So, bitteschön. Viel Spaß mit der Bombe. Komm, komm, komm! Ah, kein Kill, aber dann haben wir den Kill auch so gemacht. Okay. So, einmal kurz das Schild annullieren hier. Oh, Ulti ist ready. Perfekt, gehen wir auf die Tanks, komm. Nein! Oder eine Sekunde länger warten müssen mit der Ulti. Oh, sie rettet mich! Ja, die Kugel von Torwald. Okay, das war fake. Wir müssen jetzt nach oben zum Abwehren. 84% haben wir schon, 87. Na, hier ist nicht so gut. Nehmen wir lieber die Frontkamera hier, sag ich mal. Hallo Lien und tschüss Lien. Boah, ETF. Er tankt sozusagen. Also das war ein... Keine Ahnung, was für ein Match. Allein dieser erste Punktkampf, der einfach mal fast 4 Minuten ging. Und wir sehen auch die Stats hier, die sind komplett außer Rand und Band. Er sagte zwar 19 Minuten, aber das Spiel war keine 19 Minuten lang. Die Anzeige oben ist immer völliger Blödsinn. Wir sehen die Zahlen. 173.000 Schaden. Das ist...
Wahnsinn, was hier für Schadenszahlen sind. Auch Bug mit 139.000 dabei und Terminus auch mega viel dabei. Genos ist 0 Mal gestorben. Das ist unglaublich. Meldamba mit fast mit den 200.000 Heilungen. Grog auch die 100.000, fast 300.000 Heilungen im Gegnerteam. Das ist Wahnsinn. Es ist auch wirklich kein Wunder, dass der erste Punktkampf so lange gedauert hat, weil wir machen Damage und Damage und Damage und die machen Healing und Healing und Healing und keiner stirbt. Es stirbt einfach niemand. Und dann ist es kein Wunder, dass es so lange dauert. Jetzt können wir mal gucken, wie lange das wirklich war. 15 Minuten, genau 15 Minuten hat das Game gedauert. Und ja, für 15 Minuten sind das Wahnsinnszahlen irgendwie, ne? Aber das war ein ganz besonderes Match. Sowas hatte ich echt schon lange nicht mehr. Also Unranked Torwald wird sich freuen. Aber keine Ahnung, wie der in unsere Lobby gekommen ist. Das war's auf jeden Fall von dem Match, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.